Ja, herzlich willkommen zu unserem dritten Teil KiCad Tutorial 5.0.2. Kurzer Rückblick auf unser gestriges Video vom Teil 2. Wir hatten uns ein eigenes Template erstellt, das hieß MyTemplate. Dazu hatten wir uns hier im Ordner KiCad im Ordner Template dieses MyTemplate erstellt, einen Ordner Meta erstellt, hier die Info-HTML editiert, dieses Icon erstellt und hier in den KiCad-Dateien dann mit KiCad einige Einstellungen vorgenommen, die in zukünftigen Projekten zur Verfügung stehen sollen. Ja, dabei ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Wer aufmerksam den Teil 2 geschaut hat, wird festgestellt haben, dass ich mich zum Schluss vertippt habe. Ich hatte hier gesagt eine Leiterbahn 4 mit 4 mm und hatte dann aber versehentlich 3 mm eingegeben. Wir können das jetzt auf zwei Wege ändern. Für die Einsteiger und die Neulinge unter euch nutzt hier ganz normal Setup, Designregeln. Und wir können dann hier auf die 4 mm ändern. Es gibt aber noch einen anderen Weg, den ich euch zeigen möchte, der auch vielleicht mal bei einer Fehlersuche ganz nützlich ist. Ich beende dazu mal hier unser KiCad und gehe nochmal in den Ordner MyTemplate und wir sehen ja hier die Dateien dazu. Und ich öffne dies hier mit einem Rechtsklick und nutze mal den Editor, deswegen auch diese Einstellung von dem Editor. Und ihr seht also, alle Dateien, die in KiCad genutzt werden, sind reine Textdateien. Und hier wird also alles abgelegt und quasi im Textformat gespeichert. Und wir sehen hier User Trace Vis. Und ich kann also hier ganz bequem das auch schnell und verzugslos auf 4 ändern, speichere das und kann hier wieder schließen, wenn ich das möchte. Wichtig, wer sich hier mit dieser Datei beschäftigt, das kann also wie gesagt bei der Fehlersuche manchmal ganz nützlich sein, dass man da mal hier reinschaut. Man sollte sich dann hier allerdings mit den ganzen Werten und Einstellungen etwas auskennen. Wie gesagt, das ist mal ein Weg als Alternative zum KiCad Editor, hier mal schnell etwas zu ändern. So, gespeichert habe ich. Ich schließe hier wieder die Datei und starte mal mein KiCad. Und wenn ich jetzt also hier den Layout Editor wieder öffne, müsste das auch geändert sein. Und wir sehen also, unsere 4 mm Leiterbahn ist dann auch erschienen. So, das dazu zum letzten Video, dieser kleine Fehler, der sich da eingeschlichen hatte. Ja, wie geht's weiter? Ich möchte euch heute hier diese drei Elemente vorstellen. Und zwar fangen wir von rechts nach links an, also entgegen der Schreibrichtung. Und zwar haben wir hier den Editor für das Schaltplan-Layout. Wenn ihr euren Schaltplan öffnet, seht ihr also hier diesen schönen Rahmen und hier unten entsprechend dieses Textfeld, wo dann der Titel und so weiter eingetragen werden kann. Und dieses kann man quasi für sich selbst anpassen. Das ist ganz nützlich, denke ich, wenn man vielleicht doch seinem Schaltplan, eventuell auch im professionellen Bereich, eine etwas eigene Note beifügen möchte, kann man das also hier tun. Wir öffnen hier unseren Schaltplan-Editor, um dieses Layout zu ändern. Und was man hier beachten muss, ist also, dass diese graue Linie hier ist der Außenrahmen des Papierblattes, welches ich dann benutze für meinen Schaltplan. Und alle Werte hier von diesen ganzen Grafiken werden relativ gesetzt. Warum? Das ist ein bisschen tricky und vielleicht für den Anfänger oder Einsteiger ein bisschen schwer zu verstehen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Dieser Rahmen hier, diese Layout-Elemente müssen für alle möglichen
Papier- und Plottergrößen skalierbar sein. Jetzt kann es also sein, ich möchte meinen Schaltplan auf dem DIN A4-Blatt zeichnen, dann muss also dieser Rahmen hier auf ein DIN A4-Blatt skaliert werden und diese Außenlinie wäre jetzt hier also das DIN A4-Blatt. Ich kann aber natürlich auch auf DIN A0 drucken oder auf US-Letterformat oder wie auch immer und entsprechend muss dieser Rahmen dann passgenau dazu stimmen und deshalb werden hier diese Rahmen und Strukturelemente alle relativ zueinander gesetzt. Das ist ein bisschen tricky. Ich möchte es auch nur kurz anschneiden. Wie gesagt, wer hier seine persönliche Note ein bisschen einbringen möchte und sich sein eigenes Schaltplan-Layout kreieren möchte, der sei hier auch an dieser Stelle nochmal auf das PI-Editor-Handbuch hingewiesen. Das wird noch mit dargestellt, dass man hier also verschiedenste Elemente einbinden kann und das ist eine relativ gute Anleitung, die ich empfehle, auch dann mal durchzulesen. Trotzdem möchte ich es hier mal nur ganz kurz zeigen. Wir machen einfach mal ein neues Seitenlayout und wir gehen also hier auf unser Default, das ist diese Struktur. Wir möchten ein Rechteck einfügen. Und jetzt sehen wir hier schon, hier geht es also nicht um irgendwelche linke und rechte Punkte, sondern es geht hier also wirklich um den Ursprungspunkt, wo das sitzen soll, wo dann der Endpunkt zum Ursprungspunkt sein soll. Wir geben hier oben mal oben links ein. Das wäre also dieser Ursprungspunkt hier oben. Und für die rechte untere Ecke dann hier unten rechts den Punkt. So, und jetzt setzen wir hier also wirklich mal 10 mm von jeder Seite ein. Das heißt, es wird jetzt hier von hier aus 10 mm nach unten, 10 mm nach rechts ein Punkt gesetzt, von dem aus unser Rechteck nach aufgezogen wird und der zweite Punkt sitzt jetzt wieder von hier unten rechts. Von hier unten rechts wieder relativ 10 nach links und 10 nach oben, wenn ich das jetzt hier gleich eingebe. So, dann haben wir hier unsere beiden Punkte definiert. Ihr seht schon, das ist also nicht ganz einfach und bedarf ein bisschen Umdenken und man muss sich da ein bisschen reinarbeiten, um das alles so sauber erstellen zu können. Wir machen das mal und na, jetzt hängt meine Maustaste hier. So, und das Rechteck wird jetzt hier eingezogen. Ich kann das dann hier nochmal editieren. Ich möchte es auch nochmal an dieser Stelle tun. Ich habe es jetzt hier beim Einsetzen etwas verschoben. So, wir haben hier 10, 10 und auch hier überall 10. Wir übernehmen das Ganze mit OK und können jetzt hier mal rein scrollen. Und sehen dann also unseren Rahmen. Ja, weiterhin können wir hier noch ein Raster einblenden lassen oder eben auch wieder ausblenden. Und wir möchten hier nochmal ein zweites Rechteck einfügen. Und zwar gehen wir daher und gehen hier wieder mit rechter Maustaste drauf, Rechteck hinzufügen und geben jetzt mal 12 hier jeweils ein, wieder oben links und unten rechts, 12, 12. Und wir sehen also, dass jetzt hier ein zweites Rechteck als Doppelrahmen gesetzt wurde und man kann sich also dann hier quasi durch das Ganze System durchhangeln und sein eigenes Layout erstellen. Das soll es dann aber auch erst einmal an dieser Stelle dazu gewesen sein. Wie gesagt, es gibt hier die verschiedensten Formen, Linien, Rechtecke, Dreiecke, Text. Und ich kann hier auch noch eine Seitenlayout-Beschreibung aus einer weiteren Datei einfügen. Das spare ich mir jetzt an dieser Stelle auch ein Bitmap. Wie gesagt, ich verweise hier auf das PI-Editor-Handbuch, sehr gut geschrieben, gut erklärt. Wie gesagt, was tricky sind diese relativen Punkte hier zu den jeweiligen Außenseiten, die dann im gesamten Text positioniert werden müssen. So kann man sich sein eigenes Layout zusammenbauen und das dann auch verwenden, wer denn das möchte und hier seine persönliche Note einbringen will.
So, weiter geht's hier mit unserem Taschenrechner oder wie es im Qt so schön heißt, PCB Calculator. Hier als erstes die Berechnung für Spannungsregler. Allerdings muss man dazu hier Spannungsregler-Dateien importieren. Ich habe hier schon einiges versucht im Internet zu finden. Leider habe ich da noch nichts zu gefunden, auch auf der Qt Homepage selber war da noch nichts zu finden. Wenn da jemand irgendwo mal Informationen dazu hat, bitte in die Kommentare schreiben. Ich werde das dann gerne in ein weiteres Video noch einfließen lassen. Ja, als nächstes ist hier die Leiterbahnbreitenberechnung. Das ist ganz wichtig, das lege ich jedem ans Herz, sich das mal anzuschauen. Und gerade wenn es darum geht, dass man mal eine Platine macht, wo ein bisschen mehr Strom fließt, nehmen wir mal an, wir wollen irgendwelche Relais auf einer Platine verbauen und die sollen da mal vielleicht 5 Ampere schalten. Und ich möchte hier vermeiden, dass meine Leiterbahn wärmer als 5 Grad wird. Und ich habe eine Leiterbahnlänge gegeben von 10 Zentimetern hier. Dann benötige ich hier schon eine Leiterbahnbreite auf einer externen Lage, also oben oder unten bei einer zweilagigen Platine von 4,2 mm bei einer Kupferstärke von 35 Mikrometer. Das ist auch die normale Kupferauflage, die man erhält, wenn man sich die handelsüblichen FR4-Platinen kauft. Es gibt natürlich noch Platinen mit mehr Kupferauflage, dann wird hier entsprechend die Leiterbahnbreite natürlich geringer und auch mit weniger, dann wird sie entsprechend größer. Das gleiche dann hier unten nochmal für eine interne Lage, das heißt, wenn ich hier vierlagige Leiterbahnen oder Leiterplatten oder noch mit Leiterplatten mit noch mehr Lagen erstellen möchte, dann habe ich hier schon auf solchen internen Lagen eine Breite von 10,9 mm. Ja, einfach auch aus dem Grund, diese Bahn darf ja hier sich nur um 5 Grad erwärmen und ich brauche also dann mehr Kupfer, um das in einer internen Lage zu erreichen, da ich ja zwischen den Lagen keine Kühlung habe. Ja, als nächstes hier verschiedene Abstände bei verschiedenen Spannungen. Das ist eine recht gute Tabelle, die man sich auch zu Gemüte führen sollte, wenn es darum geht, dass man mal mit höheren Spannungen arbeiten möchte als den üblichen 5, 12 oder vielleicht mal 24 Volt, sondern wenn es hier schon mal auf höhere Spannungen geht, über 100 Volt oder sowas, dann sollte man auch bei der Gestaltung der Leiter Platte entsprechende Abstände einhalten, um einen Überschlag durch die hohe Spannung zwischen den Leiterbahnen zu vermeiden und damit auch einen Kurzschluss zu vermeiden. Da empfiehlt sich natürlich hier mal diese Werte sich anzuschauen und dann auch entsprechend bei seinem Design zu berücksichtigen. Die Default-Werte von KiCad mit 0,2 mm Abstand, also hier A6, halten also dann locker bis 30 Volt Spannung aus. Ja, und in dem Bereich bewegt man sich ja eigentlich hauptsächlich. Wie gesagt, wer höhere Spannungen verwenden muss oder möchte, muss dann hier mal reinschauen in die ganze Geschichte und sich damit auseinandersetzen. Ja, ganz wichtig, wer im HF-Bereich tätig ist, also höhere Frequenzen als 100 kHz aufwärts benutzt, der ist hier in diesem Reiter richtig aufgehoben. Wer also hier irgendwelche Wellenleiter berechnen möchte oder Koaxialleiter berechnen möchte, der kann das also hier entsprechend tun oder auch so Striplines beziehungsweise Twisted Pair. Und man kann dann also hier die Parameter des Trägermaterials eingeben. Standardmäßig ist jetzt hier schon mal das FR4-Material vorgegeben. Und ich kann dann also hier entsprechend die Frequenz eintragen. Hier in dem Fall 1 Gigahertz. Ich kann es mal ändern auf 1 Megahertz und wir analysieren das Ganze mal und erhalten dann hier die entsprechenden Verluste von den Materialien und den Leitern. Ja, und ich erhalte auch hier den
die Maße für meine Leiterbahn, also dann das W, was für mich hier ja interessant ist. Ja, auch meine Impedanz von 50 Ohm zu erreichen, die ja meistens im Funkbereich gegeben ist. Und wir sehen jetzt hier bei einem W von 0,2 mm, also einer Kupferbreite von 0,2 mm, haben wir hier 66 Ohm. Ich kann das hier mal 0,25 ändern und analysieren lassen. Und wir sehen, dass wir uns dann hier Richtung 50 Ohm bewegen würden. Ja, wie gesagt, dazu brauche ich natürlich hier die Werte für das Leiterplattenmaterial, was ich verwende. Muss das hier entsprechend eintragen. Natürlich dann auch die Frequenz und eben auch hier den gewünschten Impedanzwert, den ich erreichen möchte. Und wir sehen, je höher ich oder je breiter ich das mache, umso geringer wird hier also die Impedanz in Ohm. Ja, ich kann also dann hier rumspielen. Wie gesagt, meistens hat man ja in der HF-Technik 50 Ohm Impedanz und entsprechend hier meine Leiterbandbreite dann kreieren, um auch hier die 50 Ohm zu erreichen. Als nächstes dann das RF-Dämpfungsglied. Auch das ist wichtig. Manchmal habe ich die Situation, dass also aus irgendwelchen Verstärkern HF oder auch NF entsprechend mit zu viel Leistung herauskommt und ich möchte die entsprechend dämpfen. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel als Standardwert ist ja mal 6 dB eingegeben und hier, wie gesagt, in der HF-Technik 50 Ohm Impedanzen. Und wenn ich jetzt hier 6 dB berechnen möchte, das würde bedeuten, wenn ich einen 100 Milliwatt Sender hätte, der hier auf mit 50 Ohm Impedanz, der hier auf diesen Eingang wirkt, habe ich bei einer Dämpfung von 6 dB einen Faktor von 4. Das heißt also 100 geteilt durch 4 würden hier am Ausgang mit einer Impedanz von hier eingestellt 50 Ohm noch 25 Milliwatt anliegen, die ich dann weiterverarbeiten könnte. Und wenn ich das hier kalkuliere, erhalte ich also hier die drei Widerstandswerte, die ich dafür benötige und die ich jetzt hier als Peak-Lead auf meiner Leiterplatte anordnen könnte und verbauen könnte und damit also so ein Dämpfungsglied erzeugen kann. Ja, wichtig ist natürlich hier noch zu beachten, die Leistung, die hier verbrannt werden soll, auf gut Deutsch gesagt, oder in Wärme umgewandelt werden soll, die sollten natürlich auch diese Widerstände aushalten. Ja, wer also hier ein halbes Watt oder ein Watt verbrutzeln muss, der sollte dann keine Viertelwatt Widerstände nutzen, sonst hat er keine lange Freude an seinem Dämpfungsglied. Das sollte man da noch mit beachten. Ja, Farbcode-Tabelle für die Widerstände, da gehe ich nicht näher drauf ein, das sollte jeder kennen. Ja, und hier haben wir nochmal Bordklassen. Für gewisse Bordklassen oder Leiterbahnklassen, die für verschiedene Anwendungen nötig sind oder benutzt werden können, sind hier die Minimalwerte, die man also nutzen sollte, vorgegeben, die man dann in den Designregeln einstellen kann, um diese Bordklassenansprüche zu erfüllen. Da geht es also um Beständigkeiten, Vibrationstests und so weiter. Also alles diese Klassen für uns eigentlich hier eigentlich weniger von Interesse. Ja, das erstmal dazu. Ja, als letztes dann heute noch der Bitmap-Konverter, der also in der Lage ist, aus Bitmap-Dateien hier Bauteile bzw. Symbole zu kreieren oder Footprints zu kreieren, Postscript-Dateien oder Logos für unseren Titelblock, den wir schon am Anfang bearbeitet hatten. Ja, ich empfehle das hier nicht zu tun, so ein Symbol einzuscannen und dann dieses Symbol hier konvertieren zu lassen. Das geht meistens schief, ist auch nicht so schön zu bearbeiten dann. Das ist im Symbol-Editor deutlich einfacher und schneller zu editieren. Das gleiche gilt hier für die Footprints einzig und allein. Wer also ein Logo braucht hier für unseren Schaltplan,
zu zeichnen, der kann das dann hier importieren und dann entsprechend auch konvertieren lassen, damit er dann in der Schaltplanvorlage hier nochmal, das dann mit Rechtsklick und Bitmap-Grafik beziehungsweise dann das Einfügen einer Layout-Datei, das wird nämlich dann in so eine Seiten-Layout-Datei konvertiert, kann man das dann hier einfügen, das sein Logo und dann entsprechend hier in der Vorlage, Layout-Editor-Vorlage platzieren. Dafür lohnt sich dieses Converter-Tool. Ansonsten habe ich es, wie gesagt, hier noch nie benötigt. Symbole beziehungsweise Fußprints kann man besser und schneller in den entsprechenden Tools zeichnen, die wir dann in den nächsten Videos kennenlernen werden. Das soll es dann an dieser Stelle auch gewesen sein für heute. Im nächsten Video, ich habe es hier schon mal geöffnet, werden wir uns dann mit dem Gerber-Dateienbetrachter mal näher beschäftigen. Dazu muss ich aber noch das etwas vorbereiten. Ich muss noch ein paar Gerber-Dateien erstellen aus einem Projekt heraus. Und das wird dann also das nächste Video werden. Und danach steigen wir dann ein hier in die Erstellung von Fußprints und von Symbolen. Ich bedanke mich für heute, wünsche viel Spaß beim Erstellen vom eigenen Schaltplan Layout oder beim Berechnen von Leiterbahnen und bis demnächst in alter Frische. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bye bye.